Hallo, 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 Axel Klauseker live aus Wetzikon, heute mit dem Sonntagabendgespräch Nummer 3. Heute Gast ist der Max Gmoser. Hallo, hallo, Axel Klauseker live aus Wetzikon, heute mit Sonntagsgespräch Nummer 3. Zu Gast ist heute der Max Gmoser. Sehr gut. Oder jetzt, glaube Ja, sehr gut. Herzlich willkommen, Max. ist das? Ja. Ich glaube, live aus der Steiermark, wie du mir gesagt Das hast, genau. oder? Ganz genau, Axel, ja. Du sagst das. Ich schaue jetzt da nur gerade, weil ich habe das Handy so schräg jetzt da hinlegen müssen. Sieht man mich so jetzt, oder? Ich glaube, das Ja, soll so hinhauen, passt. oder? Hören du die auch? Also ist Sehr schön, gut. super. Ja, Sehr dann cool. nochmal zurück in der Heimat kurz, oder? Bei den Eltern. Genau, ja. Heute. Genau, jetzt ja, über Fasching mal ein bisschen Zeit mit der Family zu Hause ja, verbringen, ein bisschen Zeit mit ihnen zu Hause genießen. Und ja, am Mittwoch geht es dann schon wieder auf nach Wien, um von dort aus Gas zu geben. Gut. Also Max, du darfst nur ganz kurz zurücklehnen sozusagen. Ich tue nur ganz kurz einleiten, wie wir uns kennengelernt haben, Okay, bevor es dann alles klar. losgeht. Ja, der Max und ich haben uns kennengelernt vor circa 1,5 Jahren online. Wir haben gemeinsam, oder vielmehr er hat das eigentlich initialisiert mit meinen zwei Gästen von den ersten zwei Gesprächen, mit Hans Mayrhofer und auch mit dem Gerhard Zallinger, Online-Meetings in der Gruppe, wo wir beide sind, in der New You-Gruppe, zum die, ja, die Menschen unterstützen, sie persönlich ein bisschen weiterzuentwickeln. Und da haben wir der Rede und Antwort gestanden. Ich habe mich dann da ein bisschen mit eingeblendet, aber eigentlich war die Initiative da bei Max. Und mittlerweile haben wir uns dann auch getroffen in Freiburg letzten Herbst. Endlich mal persönlich. Dann haben wir uns auch ein bisschen austauschen können. War cool. Denn Wien-Zürich ist ja nicht gleich um die Ecke, deswegen ist es oft ein bisschen schwierig, dass man das auch persönlich dann mal kennenlernt. Und ja, was mir bei Max einfach aufgefallen ist und was mir extrem gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass er vor allem seitdem er im November noch in Amerika war, in Las Vegas, bei einer großen Veranstaltung für Führungskräfte, eine ganz große Klarheit mitgebracht hat, welchen Weg er gehen will, wie er ihn gehen will. Klar, vieles entwickelt sich dann, aber das ist schon mal da, dann sicher auch. Der Mindset, der stimmt, ich sag mal, der auch zum Erfolg beiträgt und seine Offenheit auch Neues gegenüber zu lernen, das ist wirklich cool, wenn man sich mit ihm austauscht. Er gibt was weiter und er ist immer froh, wenn er etwas mitnehmen kann. Ja, und dann verbindet uns natürlich noch was, denn wir beide haben Fußball gespielt. Wir beide haben es auch leistungsmäßig gemacht und beide. Wir werden es dann noch hören, aber beide haben auch schwere Verletzungen hinter uns bringen müssen mit Kreuzbandriss und Meniskusriss. Da sind wir ebenbürtig. Und ja, das gibt eine gute Basis und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Max heute da ist, um mit mir das Gespräch zu machen. Max, ich würde sagen, wir überspringen mal den ersten Teil deiner Kindheit, weil der war, glaube ich, fröhlich und gut in der Steiermark. Du bist dann Genau, mit, also du bist, weiß nicht, wie viele das machen, aber du hast mir erzählt, mit 10, 11 schon so fußballbegeistert gewesen, dass du den Familienurlaub abgebrochen hast und da mal schnell als 10, 11-Jähriger mit dem Flieger zurückgeflogen bist zum Trainingsauftakt. Also eine richtige Leidenschaft und na. doch mit 13 ist dann der erste Kreuzbandriss um die Ecke gekommen für dich. Magst du dich erinnern, was ist er damals durch den Kopf gegangen? Wie war das für dich? Ja, Axel, zuerst einmal danke für die Einladung. Es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass du als ja schon sehr, sehr gestandene Person in der Schweiz da mit mir ein Interview machen möchtest. Also, wie gesagt, herzlichen Dank für die Einladung und Gerne. ja, komme ich gleich zu deiner ersten Frage. Und zwar,
Ja, also es ist natürlich völlig untypisch, dass man als 13-Jähriger schon den ersten Kreuzbandriss erleidet. Und ich habe natürlich nicht gewusst, wie ich das einschätzen soll, was das jetzt heißt für meine Zukunft und ja, wie ich damit umgehen soll. Aber ich glaube, ich bin ein sehr positiver Typ. Ich versuche, so gut es geht, nur nach vorne zu schauen. Und ich habe das dann relativ schnell auch wieder weggesteckt. Ja, ich muss sagen, beim ersten Kreuzbandriss, ich bin da recht schnell wieder fit geworden. Also habe da dann nach 6, 7 Monaten wieder echt, recht gut Fußball spielen können. Also hat es überhaupt keine Probleme gegeben. Insofern habe ich halt 6 Monate verloren, aber ja, vielleicht rückblickend muss man auch sagen, was sehr positiv dran war, einfach, dass ich ja, einfach mehr tun musste als die anderen. Ja, dann musste einfach schauen, dass ich fit werde, dass ich im Kopf auch recht stark bleibe, weil es natürlich nicht einfach ist, als 13-Jähriger so einen Rückschlag zu erleiden. Und ja, insofern hat man das ja für meinen Kopf, glaube ich, zum Teil sehr gut dann und ja, hat meinen Geist damit sehr stärkt, ja, schon sehr stärken können. Ja, es ist dann eigentlich wieder, wie du sagst, du hast das weggesteckt, es ist dann eigentlich wieder stark bergauf gegangen. Glaube ich, wie viele junge Menschen, die Fußball spielen, ist der Traum natürlich, Fußballprofi zu werden. Du bist jetzt mit 17 dann Hartberg, die spielen ja zweite Bundesliga, hast dann dort die Möglichkeit gehabt, schon mit 17 auch mitzutrainieren mit der ersten Mannschaft und bist wahrscheinlich im Kopf auch schon dem Profi ein Stück näher gekommen und hast dich da schon mal anfreunden können, wie wäre das so? Und dann kam der zweite Schock, du hast das Kreuzband wieder gerissen, diesmal war aber der Meniskus auch noch, hat es auch noch erwischt. Und ja, wie du mir erzählt hast, es war leider dann nicht nur eine Operation, sondern es waren dann noch eine Operation, aber so richtig hinkaut hat es nicht mehr. Und du hast dann die Karriere quasi beenden müssen, frühzeitig. Ja, wie war das für dich? Wie war das auch, den Traum vielleicht aufgeben zu müssen, den du gehabt hast vom Profi? Ja, Axel, also du sagst natürlich schon ja, völlig richtig. Also ich habe dann, wie gesagt, das erste Mal mit 13 rechts ein Kreuzbandriss, das zweite Mal mit 17 oder mit 18, ich weiß nicht mehr genau, links den Kreuzband und Meniskus, also Kreuzbandriss und Meniskus. Verletzung gehabt und wie gesagt, eben dann zweimal operiert werden müssen. Und natürlich war das dann nicht mehr so einfach. Ja, ich habe dann da schon ab und zu mal mit den Profis mittrainiert oben und wie du sagst, ich habe ja natürlich schon ein bisschen mit dem Sprung nach oben gerechnet. Und ja, es war dann so, dass ich einfach nicht mehr fit geworden bin. Ja, einfach nicht mehr so, wie ich es gern gehabt hätte. Ich habe da dann wirklich ja, 1,5 Jahre lang Probleme damit gehabt und ja, schlussendlich war ich dann nicht so am Start, wie ich es gern gehabt hätte. Und insofern war das dann ein Grund mehr für mich, mit dem Fußballspielen aufzuhören. Was ich aber auch sagen möchte, ist, und zwar, wie gesagt, natürlich war das ein Mitgrund, aber ich sage mal, der Hauptgrund war eigentlich, weil wir werden wahrscheinlich im Laufe des Interviews genauer darauf eingehen, aber Axel, ich war immer schon ein Typ, der einfach was reißen will im Leben. Ja, der wirklich sein eigenes Leben führen möchte, nach vorne gehen möchte, ein cooles Leben haben möchte. Und mir ist halt dann einfach, so hart es vielleicht klingt, einfach Step by Step klarer geworden, dass mich das Fußballspielen nicht dorthin bringt, wo ich eigentlich gerne mal hin möchte. Und natürlich habe ich dann lange darüber nachgedacht, soll es lassen, soll es nicht lassen, weil ich war wirklich sehr, sehr begeistert, habe für mich hat es nur Fußball gegeben und habe dann aber die Entscheidung getroffen, das Ganze zu lassen, weil es ja, mich einfach, weil ich mich in der Zeit, weil wir wirklich da jeden Tag Training gehabt haben, Wochenende ist viel Zeit drauf gegangen und in der Zeit einfach mit anderen Sachen weiterbilden hätte können, die mir wahrscheinlich am Ende des Tages viel, viel mehr dann bringen. Und ja, genau so habe ich es dann auch gemacht. Und ich muss auch sagen, mir ist es dann eigentlich doch nicht ganz so schwer gefallen, wie eigentlich gedacht, weil ich ja dann recht schnell auch unser Business kennengelernt habe und ja, ich meine, natürlich hat es mir immer mega Gaude gemacht, aber ich habe dann einfach nicht mehr so den Sinn dahinter gesehen, weil ja, ich mir einfach bewusst geworden ist, dass ich nicht dorthin kommen kann mit dem Fußball, wo ich gerne hin möchte. Ja. Also Fußball fertig, sozusagen Schule abschließen war das Thema. Nach Wien zum Studium, da hast du angefangen BWL zu studieren.
Aber irgendwie Genau. war die Euphorie, BWL zu studieren, die hat nicht ganz so lange angehalten bei dir. Du hast gemerkt, es wird dann Zeit, dann doch etwas noch zu verändern. Ja, wie hast du das gemerkt und was hast du dann gemacht? Ja, also ich muss einmal sagen, dass ich natürlich, also ich habe während dem Bundesheer das Geschäft kennengelernt und hatte dann, möchte ich später dann vielleicht nochmal genauer darauf eingehen, habe dann einen Ferialjob auch gehabt, 4 Monate lang und wie ich dann zum Studieren begonnen habe. In der Zeit natürlich überlegt man, was studiere ich und was mache ich überhaupt, wie geht es weiter, was machen alle anderen. Ja, ich muss ehrlich sagen, mir war früher wirklich wichtig, was andere Leute über mich denken. Ich wollte nie einen ja, schlechten Ruf haben, quasi. Und jetzt im Nachhinein, wenn man mich fragt, warum habe ich zu studieren begonnen, ja, ich kann es eigentlich nicht wirklich sagen. Also wahrscheinlich, ich war einfach, muss man auch offen und ehrlich sagen, ich war ein fauler Hund. Ich wollte einfach nichts arbeiten. Und ich hätte wahrscheinlich auch nichts arbeiten können. Ich war in der Schule echt richtig schlecht. Also ich war sicher nicht die hellste Leuchte im Klassenzimmer. Ich habe zum Beispiel in meinem Jahrgang oder in meiner Schulstufe das schlechteste Maturazeugnis von der ganzen Schule gehabt. Insofern waren die Berufsaussichten, sage ich mal, jetzt nicht so extrem rosig wie vielleicht bei dem einen oder anderen. Ja, und ich habe mich dann natürlich mal umgehört und geschaut, was der eine oder der andere macht. Und ich habe dann einfach BWL zu studieren begonnen, weil es ja Wirtschaft für das habe ich mich schon immer interessiert. Und ja, vor allem, was auch natürlich sehr mitentscheidend war, ist, meine Eltern waren zufrieden damit, denen hat es taugt. Und vor allem, ich bin einfach auch so erzogen worden, Max, geh zur Schule, mach dein Studium, hab irgendeinen Titel, damit später mal einen guten Job findest. Ja? Und wenn man halt mal wirklich ehrlich ist, Job ist halt wirklich so the journey of the broke. Ja, es hört sich brutal an, aber zum Teil ist es einfach so. Und ich wollte immer schon irgendwie so ein Leben haben dass man so auf Instagram, auf YouTube sieht und ich bin einfach ein Träumer. Und mir ist dann einfach auf der ja, Universität klar geworden, dass es natürlich möglich ist, aber dass es viel länger dauert. Ja, und vor allem, dass ich einfach abhängig bin von anderen Leuten. Für mich war dann auch sehr, sehr, sehr entscheidend, ich habe da Wirtschaft studiert und die Leute haben mir alle gezeigt, wie man Unternehmen aufbaut. Und selbst aber, die Professoren haben sie nie ein Unternehmen aufgebaut. Ja, und ich habe einfach nicht den Sinn dahinter ja, kapiert oder verstanden, wie will mir jemand was beibringen, was am Ende des Tages selbst nicht durchgeführt hat, erfolgreich. Aber ja, ich habe in zur gleichen Zeit natürlich das Geschäft aufgebaut und ich habe da massive Mentoren ja, gehabt und habe da wirklich das erste Mal mit höchst professionellen Leuten zu tun gehabt, die extrem erfolgreich waren, viel, viel erfolgreicher als irgendein Doktor an der Universität. Und für mich war das einfach viel, viel praxisbezogener. Ja, das heißt natürlich aber nicht, dass man das so ja, schnell machen muss wie ich, dass man ja, gleich zu studieren aufhört. Ja, ich habe auch ganz normal während dem Bundesheer das Geschäft aufgebaut, hab dann einen Ferialjob gehabt, hab eine Zeit lang in einer Gärtnerei gearbeitet, habe ja, ein paar Monate Tomaten und Paprika gepflanzt. Und einfach weil ich war zum Beispiel früher auch ein Typ, ich habe einen Zwillingsbruder, ich war nie arbeiten. Ja, ich war irgendwie immer so als Problemkind zu Hause, wenn Ferien waren. Ich war auch immer irgendwo unterwegs. Ja, immer war bei mir irgendwas. Ich kann mich erinnern, ich habe mir, wie gesagt, in der Schule sehr schwer getan in Englisch. Ich habe meine Eltern einmal nach England in den Ferien für 3 Wochen geschickt, damit der Max Englisch lernt. Dann ja, eben mit den Verletzungen. Also es war immer irgendwas, ich habe immer irgendwie ausreden können, damit ich nichts arbeiten muss. Und das war dann das erste Mal, dass ich da arbeiten gehen habe müssen. Und ich bin da dann auch relativ schnell drauf gekommen, dass das nicht das ist, was ich eigentlich möchte. Und ja, wie gesagt, dann eben, ich habe während der Zeit dann auch schon unser Business aufgebaut. Und ja, bin mittlerweile froh, dass ich den Step gemacht habe, dass ich mich getraut habe. Wobei es natürlich auch nicht einfach war. Ja. Ganz klar. Jetzt, du hast unser Business kennengelernt, aber du warst jetzt auch nicht gerade ein Schnellstarter, würde ich mal sagen. Ähnlich wie ich. Es hat ein bisschen gedauert. Und für dich, glaube ich, war so ein Turning Point Event in Berlin, wo du hingefahren bist, auch mit Armin Gerhardt und mit Hans. Was war denn an Berlin so speziell? Was
hat es ausgemacht, dass bei dir dann Klick gemacht hat und du dann wirklich mehr Zeit auch investiert hast in das Business? Ich glaube zum Teil einfach mal, dass ich dort wirklich verstanden habe, dass für mich der Erfolg wirklich möglich ist. Ja, ich habe früher immer geglaubt, dass das alles so weit weg ist, nicht wirklich greifbar für mich selbst ist. Und du musst dir vorstellen, Axel, auf einmal sind da Leute auf der Bühne in Berlin, 4.500, 5.000 Leute. Und ich, der kleine Max, irgendwo hinten in irgendeiner Reihe und sehe da Leute von mir, wo man sich wirklich denkt, hey, wenn der das kann, muss ich das 100-mal können. Ja, und ich war zu der Zeit dann 8 Monate auch schon im Business dabei, im Geschäft dabei. Und ja, ich habe 8 Monate lang keinen Geschäftspartner gehabt. Also es war echt eine harte Zeit, eine schwierige Zeit. Und dann war ich dort, ja, und mein komplettes Mindset hat sich einfach verändert, weil, wie gesagt, für mich einfach klar geworden ist, dass das für mich erfolgreich möglich ist. Und wenn man das erste Mal so wirklich realisiert, ja, das sagt man immer so leicht, ja, jeder kann erfolgreich werden, jeder ist für seine Zukunft selbstverantwortlich und so weiter, aber die wenigsten tun es halt dann auch wirklich. Ja, und wie gesagt, ich bin dann wirklich heimgekommen und ja, habe dann das einfach zusammen mit meinen Mentoren anfangen, Gas zu geben. Und ja, mittlerweile ist echt schon ein cooles Team entstanden. Mhm. Max, du hast gesagt, du hast dir einiges angeschaut, du hast da unterschiedliche Arbeiten gemacht. Was hat denn letztendlich für dich den Ausschlag gegeben, dass du dich für Network Marketing mal grundsätzlich entschieden hast, bevor dann quasi der Mindset sich auch geändert hat in Berlin? Mhm. Also das war eigentlich ja, recht langer Weg, wenn ich ehrlich bin. Ich war immer schon auf der Suche nach irgendwas. Ja, ich war immer, weil wie vorher schon gesagt, ich will einfach mehr reißen im Leben. Ja. Und ich war immer auf der Suche und ich habe natürlich geschaut, was machen andere in meinem Alter, ja, was machen andere Erfolgreiche in meinem Alter und natürlich auch, was machen andere im Alter. Gute Freunde zum Beispiel, ja, und die meisten haben halt, wie vorher schon gesagt, irgendwelche normalen Jobs gemacht. Ja, ich habe damals mit dem Fußballspielen ein bisschen Geld verdient, aber irgendwie alle anderen haben halt so normale Jobs gemacht und die meisten haben halt zu studieren begonnen. Ja, das Klassische, das macht irgendwie jeder. Und mir war halt auch immer schon klar, ja, das, eigentlich ist es ja jedem klar, dass wenn du das machst, was jeder macht, wirst du am Ende des Tages halt nur die Resultate haben, die jeder hat. Ja, und mich hat dann vor, ja, mittlerweile ist es eh schon fast 2 Jahre her, eine massive Vertrauensperson von mir, ein ehemaliger Coach von mir, das erste Mal auf Network Marketing angesprochen. Und ich war, muss ich ehrlich sagen, zu Beginn zwar skeptisch, aber einfach extrem begeistert von diesem Hintergedanken, von dem System. Ja, dass man wirklich hergeht und ja, sich sein eigenes Geschäft aufbauen kann mit Leuten, die man sich selbst aussucht. Mit Leuten, die einem wichtig sind, dazu noch unglaubliche Produkte hat, die mein Leben zum Beispiel komplett verändert haben, Axel. Und dass man einfach Leuten hilft mit der Gesundheit oder mit dem finanziellen Part. Ja? Und vor allem, mich hat auch immer schon dieses ja, freie Leben interessiert. Ja? Und mir ist einfach klar geworden, wenn ich im Network Marketing hergehe und mir ein Business aufbaue, Team aufbaue von ein paar hundert, vielleicht von ein paar tausend Leuten mal, dann ja, kann mein Leben echt einmal rosig werden. Mhm. Ja, und ich bin dann einfach so begeistert quasi reingestartet. Und ja, aber der Anfang war natürlich nicht wirklich einfach, muss man auch klar sagen. Was sind jetzt so deine bisherigen Erfahrungen mit Network Marketing und was macht es denn aus, dass du das immer noch machst auch? Mhm. Also meine Erfahrungen mit Network Marketing sind immer ganz klar, dass die meisten Leute da draußen einfach überhaupt keine Ahnung haben. Ja, Network Marketing wird sehr oft in ein schlechtes Licht getragen, sehr oft wird viel darüber geredet, aber die wenigsten wissen ja wirklich was drüber. Ja, das war zum Beispiel auch bei mir so, ich kann mich gut erinnern, wie gesagt, ich war wirklich sehr begeistert vom System, vom Gedanken einfach und ich bin natürlich gleich mal zu anderen Leuten gegangen und habe ihnen davon erzählt. Ja, und die meisten haben so wieder ausgeredet, haben gesagt, Max, nein, das funktioniert nicht, das hat keine Zukunft und so weiter. Ja, und es war dann so, dass das, weißt, für mich hat es keinen Sinn ergeben. Man muss sich vorstellen, dass die erfolgreichsten Leute, ja, der Bill Gates zum Beispiel, empfiehlt Network Marketing. Ja, er sagt, wenn er bei null anfängt, würde er Network Marketing machen.
Ja, wenn zum Beispiel er sagt, Network Marketing ist die Zukunft, aber irgendwie der beste Freund, der ohne jetzt irgendwas schlecht reden zu wollen, aber mit irgendeinem alten, hinnigen Renault daherkommt und sagt, hey, das funktioniert nicht, das ist schlecht. Ja, und das hat halt für mich irgendwie keinen Sinn ergeben und so habe ich dann einfach gestartet. Und ich habe da einfach dann recht schnell gemerkt, dass Erfolg halt wirklich nicht einfach ist, ja, dass man am Anfang wirklich mit sehr, sehr vielen Sachen zu kämpfen hat, vor allem, weil es wirklich wehtut zum Teil auch. Ja, ich kann mich gut erinnern, unter Anführungszeichen, Freunde sind weggegangen, ja, haben mich nicht mehr irgendwohin eingeladen, haben ja, sich gedacht, ja, der Max macht jetzt sein Business, der will ja uns nur ködern und so weiter. Also war echt nicht einfach, war wirklich nicht einfach, meine ersten Erfahrungen. Und ich glaube einfach, dass es sehr viele Leute gibt, die recht schnell über irgendwas urteilen und vor allem nach Fehlern suchen. Ja, sobald irgendjemand erfolgreich ist, sobald irgendjemand was Neues beginnt, sobald sich irgendwas vielleicht zu gut anhört, sucht man nach Fehlern. Ja, ich bin zum Beispiel Bushido, wirst du sicher kennen, Axel, riesen Fan von ihm, eins meiner Lieblingslieder, Papa. Da singt im Refrain, natürlich sehen sie Fehler, wenn sie danach suchen. Ja, und ich glaube einfach, dass es genauso ist, ja, dass zu 100% zutrifft. Ich meine, ja, nehmen wir zum Beispiel, keine Ahnung, das iPhone her, ist für mich, ich finde es das geilste Handy, aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Google eingibst, iPhone negativ, dann kommen da ein paar hunderttausend verschiedene Seiten. Ja, auch ich habe öfters Probleme mit Akku und so weiter, aber es ist ja trotzdem das geilste Handy. Ja, oder ich weiß nicht, zum Beispiel, Axel, beim Ferrari ist auch das Navigationsgerät scheiße und trotzdem ist das geilste Auto. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und das Ding ist halt, im Network Marketing ist halt genauso, es muss halt gearbeitet werden. Ja, weil der Mensch ist einfach nicht perfekt. Ja? Das iPhone baut der Mensch, den Ferrari baut der Mensch und Network Marketing machen halt auch Menschen. Ja? Und das ist halt völlig normal, dass da Fehler gemacht werden und auch wir oder ich, wir haben unglaublich viele Fehler gemacht, wir machen wahrscheinlich auch noch viele Fehler, aber es ist normal. Ja, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man den Prozess zulässt und einfach immer weitermacht. Und so war es dann auch bei mir oder bei uns. Wir haben, wie gesagt, immer weitergemacht und innerhalb von kurzer Zeit ist echt ein großes Team jetzt schon entstanden. Ich glaube, wir sind derzeit um die 110 Leute oder so, ich weiß es gar nicht genau. Und es ist ja echt lustig zum Teil mittlerweile, Axel, schon, wenn wir irgendwo hin oder wenn ich irgendwo hingehe, gibt es öfters Leute, die mich fragen, ob ich der Max bin von Nuju. Und ja, recht witzig immer, das mit Ja dann zu beantworten. Oder es gibt sogar schon zum Teil Leute, die irgendwelche Fotos mit mir schießen wollen. Ja, es ist echt eine coole Erfahrung, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, eben doch schon Unternehmer, wie du sagst, eben schon aufgebaut. Jetzt der Anfang hast du schon erzählt von dir. Du hast mir erzählt, du hast schon BWL studiert, die Eltern waren glücklich mit der Geschichte, dass du für BWL entschieden hast auch. Du wolltest, hast aber dann erkannt, das Business voranzutreiben und das nicht nur, sagen wir mal, nebenberuflich, sondern du hast gesagt, jetzt, ich mache das jetzt richtig, warst dann nicht mehr so viel an der Uni und hast es den Eltern auch nicht gesagt. Warum hast du es nicht gemacht? Hast du Widerstände befürchtet? Ja, ganz klar. Also meine Eltern sind sehr, sehr streng. Und ja, also mir war da, von, die waren schon, wie ich gestartet habe, waren sie nicht wirklich begeistert von dem Geschäft. Ja, mittlerweile nehmen sie alle die Produkte zu Hause, sind echt zufrieden damit. Aber also wie gesagt, zu Beginn, es war einfach jeder dagegen. Ja, muss man ganz klar sagen. Ich habe gewusst, weil meine Eltern wollten halt, dass ich unbedingt studiere und irgendwie den Weg gehe, weil dann ja jeder geht und das ist ja so unsicher, eigenes Unternehmen aufbauen und so weiter und so fort. Ja, es hat immer geredet worden. Und mir war natürlich klar, dass die ja nicht sehr positiv darauf reagieren werden, wenn ich ihnen sagen werde, dass ich das jetzt hauptberuflich mache. Trotzdem. Ja, war es mir dann egal, ich habe es einfach gemacht, aber irgendwann habe ich es ihnen natürlich sagen müssen. Es war so, dass ich irgendwann Resultate herzeigen habe müssen. Ich habe das ja 3, 4 Monate verheimlicht. Die haben geglaubt, ich bin auf der Universität in Wien. Dabei hat mich dort niemand mehr gesehen. Ich war nur in Wien, habe mein Geschäft aufgebaut, Business aufgebaut. Und
Ja, dann natürlich, wie diese Meldung dann rauskommen ist, natürlich war mal ein bisschen eine Krisenstimmung zu Hause. Jetzt lache ich drüber, ja, aber es war wirklich nicht einfach, war wirklich hart zum Teil und bin trotzdem froh, den Step ja, gegangen zu sein. Ja, ich denke, das ist, glaube ich, auch typisch für erfolgreiche Menschen. Egal, ich bin ja totaler Biografien oder ich lese sehr gern Biografien, oder? Und man merkt ja auch, wenn man die liest vom Steve Jobs zum Beispiel, oder Ich auch. wie der eigentlich alle hat anrufen müssen und einfach nicht locker lassen hat, bis dann irgendwann mal funktioniert hat, dass er es hat präsentieren können und verkaufen. Oder Tina Turner ist mir auch so in Erinnerung geblieben, also die Zeit, nachdem sie Trend gehabt hat vom Ike, was sie da alles erlebt hat, wo sie durch musste. Sie hat dann gar kein Geld mehr gehabt nach der Trennung und trotzdem hat sie dann mit den Glauben an sich selbst dann geschafft, erfolgreich zu werden. Und so ist es, denke ich, bei vielen. Du musst einfach auch was riskieren, um auch etwas erreichen zu können. Wenn nichts riskierst, dann wirst du auch nichts Außergewöhnliches erreichen können. Dann machst du einfach das, wie du vorher auch gesagt hast, was alle anderen auch machen. Ja. Ganz genau. Jetzt, Ganz ich genau. denke. Vielleicht trotzdem ganz kurz, Axel, da möchte ich kurz was dazu sagen. Natürlich hat es immer mit einem Risiko was zu tun. Es ist ganz klar, es hat immer mit einer gewissen Investition zu tun, sein eigenes Business aufzubauen, sein eigenes Geschäft aufzubauen. Trotzdem aber ist es, was mich am Network Marketing so massiv fasziniert, ist einfach, dass man mit einem extrem geringen Startkapital hergeht, sich eine Franchise-Lizenz kauft. Und damit einfach sein Business aufbaut und egal was man macht, das einfach weiterführt. Und Network Marketing oder mit Network Marketing, man eigentlich nur an seiner eigenen Unabhängigkeit arbeitet. Ja. Und zum Beispiel bei mir gibt es nur zwei andere Leute, die das hauptberuflich machen. Die anderen gehen alle entweder zur Schule studieren oder haben irgendwann einen normalen Job. Trotzdem ist es, darf ich mir mal behaupten, für jeden, der bei mir oder bei uns im Team ist, Ziel natürlich, das hauptberuflich zu machen, weil es massiv Spaß macht und einfach eine richtig, richtig coole Sache ist. Aber trotzdem kurz, wie gesagt, es ist egal, vor allem wenn man weiß, wie es funktioniert, auch wenn man die richtigen Mentoren hat, die richtigen Coaches hat. Es ist völlig egal, ob du zur Schule gehst, ob du drei Sachen studierst, fünf Jobs hast, ehrenamtlich irgendwo tätig bist. Es ist einfach, wenn man will, ist es möglich, sich mit Network Marketing, mit einer geringen Investition, sein eigenes Geschäft als Plan B aufzubauen. Das stimmt ganz klar. Ich denke, das Risiko ist es schon, wie du angesprochen hast, ist nicht nur finanziell ist das Risiko gering, aber auch soziales Risiko, was du eingehst, auch Ganz mit genau. Eltern. Genau. Und das musst du halt auch wagen. Dann hast du noch weitere Stolpersteine entdeckt, die schwierig waren zu überwinden? Und wenn ja, wie hast du das geschafft, da drüber zu kommen? Ja, weitere. Also, wie gesagt, es ist einfach so, dass dir tagtäglich zum Teil wirklich Steine in den Weg gelegt werden. Von Leuten, die es vielleicht gar nicht ernten, die das vielleicht gar nicht wollen, zum Teil auch denen das gar nicht bewusst ist. Aber wenn man selbst einfach aktiv dabei ist, es einfach an ablenkt und stört und sich einfach mit unnötigen negativen Gedanken damit beschäftigt. Und was mir einfach damals, wie ich gestartet bin, wirklich zum Teil auch wehgetan hat, war einfach, dass sich einige Leute angefangen haben, ja, sich wirklich abzuwenden. Ich kann mich gut erinnern, wenn ich irgendwo war, ich bin zum Teil von Leuten ausgelacht worden. Ja, es ist es, viele Leute haben ja hinterrücks über mich geredet und natürlich bekommt man das zu einem gewissen ja, Maß schon mit. Und das war echt ja, eine scheiß Erfahrung, aber ich glaube einfach, dass es das braucht. Auch da vielleicht kurz dazu. Also bei mir war es wirklich immer schon so, dass ich ein Kämpfertyp war. Das hat mir von als kleines Kind an wahrscheinlich oder als Jugendlicher schon immer geprägt. Ich habe mir, wie gesagt, in der Schule sehr schwer dann. Zu mir haben Lehrer gesagt, ich soll aufhören mit der Schule, ich schaffe es nicht. Meine Eltern haben wirklich Unmengen an Geld für Nachhilfe ausgegeben, damit ich irgendwie durchkomme. Dann im Fußball war ich auch nie das Megatalent. Also ich habe immer irgendwie schauen müssen, dass ich irgendwie durchkomme, ja, dass ich irgendwie was schaffe. Und ja, ich bin mir sicher, dass man diese Erfahrungen, die ich früher schon gemacht habe, einfach da jetzt im Network Marketing in unserem Business massiv geholfen haben. Und ja, mittlerweile nehme ich einen Stein nur, um Anlauf zu nehmen. Und
ja, es zum Teil amüsieren mich auch mittlerweile einfach nur mehr Sachen, wenn man genau weiß, hey, irgendjemand kommt her, will irgendwie was Besseres zeigen, was Besseres erklären, will dir sagen, warum dieses und jenes nicht funktioniert und du aber genau weißt, oder wenn, oder du ihn dann um die Resultate fragst und er kann nichts herzeigen, ist es dann halt schon zum Teil sehr, sehr amüsant. Und ja, wie gesagt, es war wirklich hart zum Teil, wirklich von Leuten, von denen man sich wirklich nicht gedacht hätte, ja, ausgelacht zu werden, oder oft kriegst du auch Fotos mit irgendwelcher Verarsche. Mich wollten zum Beispiel auch mal, ich bin schon öfters bedroht worden, zum Beispiel auch, mich wollten schon mal schlagen. Also es sind echt so Erfahrungen, wo man wahrscheinlich einfach durchgehen muss. Ja, die natürlich nicht angenehm sind, aber ja, so ist es einfach. Ja, das ist, haben es auch meistens erfolgreiche Menschen ja mit sich. Und das zeigt eigentlich mehr den Erfolg, den man auch hat. Je mehr Neider und je mehr Missgunst, desto erfolgreicher ist man meistens. Deswegen ist es ja oft ein gutes Zeichen. Jetzt, wie du vorher angesagt hast, du hast jetzt ein Team aufgebaut, ein Unternehmen aufgebaut mit mehr als 100 Teammitgliedern mittlerweile. Das würde ich jetzt sagen, doch schon erfolgreich. Ich glaube, es sind viele, die auch gern so ein Unternehmen haben würden und vor dem leben könnten, ohne dass sie vielleicht einen Chef in der Backe haben, der ihnen sagt, was sie tun müssen. Was bedeutet dir Erfolg, Max? Ja, also zum einen ist es mal richtig, dass wir mittlerweile echt schon eine coole Truppe sind, und ja, ich glaube, dass man Erfolg richtig definieren muss. Ja, für den einen hast du das, für den anderen hast du das. Für mich, ich möchte jetzt kein, natürlich möchte ich auch viel Geld verdienen. Ja, die meisten Leute, sobald die Erfolg hören, denken die immer nur an Kohle, an Geld oder so Sachen. Aber ich glaube, dass wirklicher Erfolg mit örtlicher, zeitlicher und finanzieller Freiheit zu tun hat. Ja, ich bin zum Beispiel ein Typ, Axel, ich würde zum Beispiel gerne mal in Dubai Teams aufbauen. Ich liebe die Stadt. Ja, ich würde zum Beispiel jetzt gerne nach Dubai fliegen für 2 Monate und einfach dort eine Zeit verbringen. Ja, coole Zeit haben, cooles Leben haben. Und ich glaube, man sollte sich mal wirklich hinterfragen, was man wirklich im Leben möchte, und dann vor allem, kommt man überhaupt dorthin, auf dem Weg, auf dem man sich aktuell befindet. Und wenn man das ganz klar mit Nein beantworten muss, und damit meine ich nicht, dass man sich schon abgefunden hat, dass das ja aus dem Leben sowieso nichts mehr wird, dass man einfach fürs Hamsterrad geboren ist quasi, sondern dass man wirklich nach Optionen sucht, dann kann Network Marketing einfach wirklich ein unglaublich gutes Tool sein, eine unglaublich gute Sache sein. Ich habe sofort verstanden, dass es mein Leben massiv pushen wird. Und ja, das hat es mittlerweile auch gemacht, aber wie gesagt, zum Thema Erfolg, ich liebe es einfach, frei zu sein. Ja, ich habe damals schon, wie ich das erste Mal gearbeitet habe, ich habe ja, zum Teil mit den Arbeitskollegen nicht wirklich können. Ich habe mir schwer dann mit dem einen oder anderen Chef. Und ja, insofern bin ich natürlich froh, auch jetzt schon recht frei zu sein. Und ja, bin guter Dinge, dass das in Zukunft natürlich noch viel, viel extremer und cooler sein wird. Vor allem haben wir massiv viel vor. Also mich oder uns werden wir in Zukunft an sehr vielen Orten weltweit sehen. Und ja, ich freue mich einfach auf die Zeit jetzt dann drauf. Sehr gut, Max. Ja, ich hoffe, ich begleite dich dann noch ein Stück auf deinem Weg. Und Das bestimmt, Axel. ja, New You gibt es ja auch in der Schweiz, auch wenn noch in kleinerer Masse, aber wir holen auf. Ich gebe es schriftlich und dann werden wir uns auch hoffentlich dann öfters noch sehen, wenn auch bei mir noch ein bisschen mehr Freiheit zusammenkommt. Max, was sind so, ich weiß, es ist jetzt für ein immer so die Lebensweisheiten, aber was denkst du, sind so drei Tipps oder drei Grundhaltungen oder Prinzipien oder wie auch immer, die du festhältst, die du findest, die helfen dir vielleicht nicht nur fürs Business, sondern auch generell im Leben und die du auch teilen willst? Also, Axel, ich glaube mal, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach an sich selbst glaubt. Ja, das redet man immer so einfach, believe in yourself. Es gibt auch viele, die sich das tätowieren lassen. Aber wenn man da mal wirklich
genauer überlegt, ja, was das eigentlich heißt, wirklich an sich selbst zu glauben. Ja, nicht auf irgendeine andere, auf irgendeine Meinung von anderen Leuten zu hören. Auch bei mir, ich habe auch jetzt da oft noch das Problem, wenn man so öfters auf, keine Ahnung, YouTube, Instagram oder wo auch immer hingeht, man sieht halt immer so dieses Leben von diesen High-Society-Leuten und dort sieht es so cool aus und das ist so cool. Und ich glaube einfach, wichtig ist es, dass man sich davon nicht blenden lässt. Ja, man weiß nie, welche Vergangenheit der hat, welche Schicksalsschläge einer vielleicht erlitten hat. Und dass man einfach wirklich hergeht und ja, massiv an sich selbst glaubt, an seine eigenen Fähigkeiten glaubt. Und ja, einfach auf Meinungen von anderen wirklich komplett drauf, ja, scheißt. Das ist echt nicht wichtig. Ich glaube, wie wichtig ist, ja, kann man ruhig so sagen, wichtig ist einfach nur, was man von sich selbst denkt. Ja, wie vorher schon gesagt, mir war es früher auch wichtig, was irgendjemand anders für mich denkt. Mittlerweile juckt es mich überhaupt nicht. Also ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, zu 100% an sich selbst zu glauben und an das zu glauben, was man macht. Ja. Und also das einmal so zum Ersten. Mhm. Das Zweite, was wäre das Zweite? Ich glaube, wichtig ist es, dass man Spaß am Prozess auch hat. Ja, dass man you have to fall in love with the process. Ja, dass man, was viele wollen einfach immer nur Teil des Resultats sein, aber nie Teil des Prozesses. Ja, alles genau. Das, was dazwischen drinnen ist, niemand will das durchgehabt haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in der Zeit, die man da drinnen ist, dass man anfängt, das gerne zu mögen, dass man den Struggle, die Niederlagen, ja, dass man die Neins, die man bekommt, die Fehlgriffe, die man macht, die Fehler, die man macht, dass man die einfach hinnimmt, so wie sie sind, und einfach das Beste draus macht und dass man sie einfach selbst nicht zu ernst nimmt und einfach Spaß an der ganzen Sache hat und einfach sein Ding durchzieht. Und da, ich glaube, das Dritte, das ist das Wichtigste überhaupt, ganz klar, du musst einfach arbeiten, du musst einfach machen. Ja, du musst nicht 100-mal überlegen, ich glaube, man muss nicht 50 verschiedene Bücher lesen, du musst einfach arbeiten. Ja, du kannst das beste Mindset haben, du kannst Spaß am Prozess haben, du kannst die beste Einstellung haben, whatever, du musst einfach Gas geben und arbeiten. Du musst verzichten. Erfolg hat immer mit Verzicht zu tun. Ja. Ja? Und du musst einfach bereit dazu sein, wenn viele schon schlafen, wenn viele Spaß haben, im Kino sind, schwimmen sind, Urlaub sind oder was auch immer machen, musst du einfach die Arbeit reinstecken. Ja. Ja. Also das sind, glaube ich, schon so drei sehr, sehr wichtige Sachen, die sehr, sehr entscheidend sind. Ja, das denke ich auch. Viele machen auch perfekte Pläne oder wollen ihre Pläne immer nur perfektionieren, aber vergessen dann, dass sie irgendwann mal in Fahrt kommen. Denke, genau. Wie du vorher gesagt hast, Fehler machen ist, macht man zwar nicht gern, aber sind dann auch wichtig. Und wenn man mal startet, dann ist es auch ganz normal, dass nicht alles perfekt läuft. Aber die Aktion, das Handeln ist einfach wichtig, wenn man dann auch wirklich vorwärts kommen will. Genau. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man sich einfach nicht auf seine Fehler konzentriert und versucht auch, die besser zu machen. Aber wenn man was wirklich nicht kann, dann sollte man das delegieren. Ja, dann sollte man das andere Leute machen lassen, die es besser können. Vielleicht muss man sie auch dafür bezahlen, whatever. Aber dass man sich einfach nur auf die Stärken konzentriert, die man wirklich kann. Und dann wird es zu 100% hin. Mhm. Ja. Da habe ich wieder recht. Max, wir kommen langsam zum Ende. Du weißt ja, ich lese wahnsinnig gern, genauso wie du auch mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das immer schon so war bei dir, aber mittlerweile ist es so. Hast du so einen ultimativen Buchtipp oder eins, das vielleicht dein Leben auch mitgeprägt hat, wo du sagst, das muss man unbedingt mal gelesen haben? Also vielleicht möchte ich auch kurz was noch dazu sagen, und zwar, wie du schon sagst, natürlich, also mittlerweile lese ich extrem gern, mir hilft es extrem, ja, pusht mich einfach massiv voran, aber früher, ich schwör's dir, Axel, das erste Buch habe ich gelesen, seit ich in dem Business war. Ich hätte in der Schule viele Bücher lesen müssen, ich kann mich gut erinnern, ich habe irgendwelche, wenn wir da irgendwelche, ja, Bücher lesen haben müssen und irgendwie dann Zusammenfassungen schreiben haben müssen und so irgendwas. Ich habe wirklich Leuten Geld gegeben, damit sie das für mich machen, damit die das irgendwie tun, weil ich einfach, mich hat es einfach nicht interessiert. Ja, wenn ich was lesen muss, was mich nicht interessiert, kann ich es nicht lesen.
Und ja, insofern, also das Geschäft hat ja aus mir einen großen Laser gemacht. Und vielleicht kurz, ist die Frage jetzt auf allgemein auf oder auf Network Marketing bezogen, Buch oder allgemein? Allgemein, denke ich, sehr viele Bücher sind ja eh Okay. in der Führung dann, auch fürs Business, aber ja. Okay. Ja, also ich glaube, das Buch, das mich komplett verändert hat, das mir massiv weitergeholfen hat, war ganz klar vom Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Das war auch eins meiner ersten Bücher. Ich weiß nicht, hast du das schon gelesen? Ja, die Das war auch ganze Serie eins. sogar. Also, ja, es ist einfach das, ich glaube, Axel, du wirst mir recht geben, das kann man oder kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Lest euch die Buchserie natürlich noch viel besser, aber lest euch zumindest mal Rich Dad Poor Dad durch, das erste Buch. Da geht es einfach um den Robert Kiyosaki, der mittlerweile, ich weiß nicht wie alt, über 60 schon, einer der reichsten Amerikaner und der einfach mit quasi zwei Vätern groß geworden ist. Der eine, sein armer Vater war Doktor, war der Chef von den Universitäten in Hawaii. Und also das war sein richtiger Vater und und der Vater von seinem besten Freund, sein reicher Vater, hat keinen Schulabschluss gehabt, kein Studium, keine Ausbildung, nichts. Und es ist einfach sehr interessant, die Gedanken von so zwei unterschiedlichen Personen mitzuverfolgen. Ja, man würde es nicht glauben, dass das quasi der ja, die beste Ausbildung hat, die unglaublich gescheit wahrscheinlich ist, immer Geldprobleme hat, aber der ja, am Ende des Tages keine Ausbildung hat und einfach nur macht und eine positive Einstellung hat, das Geld für sich arbeiten lässt. Also kann ich jedem nur empfehlen. Ja, finde Ja. ich auch. Also bei mir hat es zwar eine Zeit lang gedauert, bis ich dann richtig verstanden habe, dass ich mich da entwickeln muss und weitergehen muss, aber es ist ja wirklich ein sehr prägendes Buch, ja. Muss vielleicht Axel muss auch ehrlich sagen, dieses Buch war auch dann sehr mitentscheidend, war, dass ich dann gesagt habe, hey, Uni, lass mir das mal, ich mache nur das Geschäft. Ja. Ja, ganz klar. Verständlich. Für die, die es gelesen haben und Ja. verstanden haben, ist das dann auch verständlich. Max, zum Schluss noch kurzer Wordrap. Ich wirf da Worte hin. Du antwortest ganz spontan und dann kommen wir zum Schluss. Also, erstes Wort, wir sagen, ist Traum. Traum, also ich soll jetzt sagen, was mein Genau, Traum ganz ist, oder spontan, was dir in den Sinn kommt. wie? Ja, ein unglaublich freier Mensch einfach zu sein. Ich würde gerne die schönsten Orte der Welt zu bereisen, dort überall Teams haben und einfach das Leben genießen, eine coole Familie mal haben und ja, einfach eine schöne Zeit haben. Team. Team, ja, extrem wichtig. Ohne Team geht es nicht. Ich glaube, wenn man versucht, alleine was zu machen, wird es nie wirklich groß werden. Auch ich bin zum Teil so großgezogen worden, du musst das selbst machen, damit es ordentlich ist. Ich glaube, dass das Bullshit ist, ja, wenn man wirklich was reißen möchte, Spaß haben möchte. Und ja, Team ist sehr wichtig ja, extrem leimende Sache. Gesundheit. Ja, Gesundheit, das Wichtigste überhaupt. Ich glaube, wenn man nicht gesund wäre, Axel, dann wird gar nichts laufen. Ja, dann wäre kein Business interessant, dann wäre keine Family interessant. Das Wichtigste überhaupt, der Körper muss funktionieren. Ja, der Körper ist die höchste Priorität. Also sollte bei jedem an Stelle Nummer 1 sein. Und dann, ja, wie gesagt, ohne Gesundheit geht es nicht. Ist trotzdem ehrlich gesagt interessant von dir zu hören, denn mit 21 Jahren, also wenn ich mich umblicke rund um mich und ich wohne gegenüber vor einer Schule, dann ist, glaube ich, Gesundheit nicht unbedingt der Priorität Nummer eins von vielen und auch nicht, wenn sie älter sind. Deswegen, wenn man es dann von einem Jungen hört, ist es, der schon daran denkt, dann ist es. Ich muss da kurz was dazu sagen, vielleicht Axel. Ich habe auch das erste Mal, wie es mir schlecht gegangen ist mit meinen Knien und auch das Geschäft dann kennengelernt, habe das erste Mal wirklich angefangen mit der Gesundheit zu beschäftigen. Und mittlerweile, ich habe eine recht strikte Morgenroutine. Ich bin fast jeden Tag beim Sport und versuche mich natürlich so gut es geht auch gesund zu ernähren. Ja, zum Abschluss noch Max, Freundschaft. Ja, ich glaube, ohne Freundschaft geht auch nichts. Ja, das Freundschaft und Family,
Vielleicht sieht man es bei uns oft im Team, also was wir für coole Community haben. Ja, das Leben macht einfach Spaß, das Leben ist herrlich, das Leben ist einfach nur geil. Und ich bin froh, so viele gute Freunde zu haben. Ganz klar. Gut, ich glaube, Max, wir haben ein gutes Bild von dir bekommen, was dich bewegt, was du schon erlebt hast. Vielen Dank, hast du Zeit genommen für das Gespräch. War cool. Ich glaube, es war für einige auch inspirierend, auch für jüngere Menschen, was möglich ist, was man in kurzer Zeit erreichen kann mit dem richtigen Mindset. Und ja, liebe Grüße in die Steiermark und bis bald. Axel, danke sehr. Hat mich gefreut. Super, Max. Ich hoffe, wir Danke sehen dir. sich bald wieder persönlich mal, gell? Ja, Baba. spätestens im April. Ciao. So ist es, Baba. Also, vielen Dank, dass ihr auch dabei gewesen seid bei dem Gespräch mit Max. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt einiges können mitnehmen. Nächsten Sonntag geht es dann weiter, erstmalig mit einer Frau. Wird auch spannend. Eva Vorhauer, zwei Kinder, mittlerweile auch Unternehmerin. Wie sie es geschafft hat, wird sie uns dann nächste Woche verraten und ich freue mich schon, wenn viele von euch wieder dabei sein werden. Also, macht es gut. Wenn ihr das Gefühl habt, das Gespräch mit Max kann jemanden inspirieren, von euren Freunden, Kollegen, dann bitte teilen, bitte liken, umso lieber. Wir helfen gerne anderen Menschen und sind froh, wenn wir ein bisschen etwas können weitertragen auch. Also, einen schönen Abend noch und bis bald. Ciao miteinander. Axel, danke, Baba. Ciao.